Wichtige Stellen von Funktionen sind die Nullstellen. Das sind die Stellen, an denen die x-Achse geschnitten wird. Also der sogenannte Schnittpunkt mit der x-Achse. Also wird unsere Funktion y, also unser y wird geguckt, wo ist der gleich 0, denn das bedeutet ja Schnittpunkt mit der x-Achse, angenommen sowas läuft hier längs, dann ist hier y gleich 0 und diese Stelle suchen wir. Für unsere erste Aufgabe wird also x mal e hoch x gleich 0 gesetzt. Kann man auch so aufschreiben. Und dein Produkt ist genau dann 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Also ist entweder x gleich 0 oder e hoch x gleich 0. Nun haben wir vorher gesagt, die e-Funktion hat folgende Darstellung und schneidet damit niemals die x-Achse. Also kann dieser Teil hier nie 0 werden. Abkürzen können Sie auch einfach an Widerspruchszeichen dafür dahin machen. Und dann ist klar, dass nur x gleich 0 die einzige Lösung ist. Man kann das auch nochmal einsetzen. 0 mal, egal was, ist immer 0. Also das ist auf jeden Fall mal eine Nullstelle. Für Aufgabe B haben wir was Ähnliches. Wir haben wieder ein Produkt. X plus 1 mal e hoch x soll gleich 0 gesetzt werden. Also ein Produkt ist wieder 0. Wenn einer der Faktoren 0 ist, wir haben für die e-Funktion wieder das Problem, dass es nicht geht. Der Faktor kann nicht 0 werden. X plus 1 ist eine lineare Funktion. Die sieht so aus, dass sie an der Stelle 1 schneidet. Damit haben wir an der Stelle minus 1 hier einen Schnittpunkt mit der x-Achse. Und das ist auch genau hier unsere Lösung. Wir können das auch machen, indem wir die Gleichung einfach umformen, indem wir die plus 1 auf die andere Seite der Gleichung bringen. Und damit wird aus auf beiden Seiten minus 1 gerechnet. X plus 1 minus 1 ist nur noch x und 0 minus 1 ist minus 1. Und wenn wir das hier oben einsetzen, sehen wir auch sofort, Probe liefert ein richtiges Ergebnis. Aufgabe C. Schauen wir uns das mal an. Da haben wir jetzt einen, kann man eigentlich gar nicht sagen, ob es eine Exponentialfunktion ist oder einen Bruchterm, eine gebrochene Funktion. Diese Funktionen haben so in dem Sinne keinen Namen, werden aber immer gleich behandelt. Das ist wie bei Bruchrechnung. Nehmen wir da herausfinden wollen, wie die Lösungen aussehen. Wir multiplizieren mit dem Nenner, wenn wir das erstmal so geschrieben haben. E hoch minus 2x und dann wird mit e hoch x plus 1 multipliziert. 0 mal e hoch x plus 1 ist immer noch 0. Und hier auf dieser Seite fällt das e hoch x plus 1 weg, genau wie gewünscht. Jetzt muss unsere e-Funktion, weil wir ja jetzt hier plus 2 rechnen können, e hoch x gleich 2 sein. Das heißt also, wenn wir die e-Funktion angucken, dann soll die 2 sein. Das muss also diese Stelle sein. Diese Stelle bekommt man mit dem Logarithmus heraus, indem man die Umkehrfunktion auf die e-Funktion anwendet. Das heißt, das ganze Ding logarithmiert. Ln von e von x ist nur noch x und ln von 2 ist ln 2. Also ist unsere Nullstelle ln 2. Wie die Funktion aussieht, können wir damit nicht sagen. Die haben wir damit noch nicht gezeichnet. So, gucken wir uns nur weiterhin die Nullstellen an. Für im Falle D haben wir f von x gleich 2 mal x plus 1 durch e hoch x soll gleich 0 sein. Also ist der Term gleich 0. Wir dividieren durch 2, was erlaubt ist, weil das eine Zahl ungleich 0 ist. Wir multiplizieren mit e hoch 2x, damit es aus dem Nenner hochkommt. Die Division durch 2, 0 durch 2 ist 0. Multiplikation mit e hoch 2x ist ebenfalls 0, also muss x plus 1 gleich 0 sein. Hier rechnen minus 1 auf beiden Seiten.
Also ist x gleich i minus 1 die einzige Nullstelle dieser Funktion.